Spahis nannte man sie, die berittenen Bogenschützen der Osmanen. Ihre Spezialität, freihändig zu reiten und über den Rücken des Pferdes zu schießen. Niemand konnte wie sie mit Pfeil und Bogen umgehen. Auch als es schon längst Feuerwaffen gab, griffen die Spahis noch zum Bogen. Denn er war viel schneller zu handhaben als ein Gewehr, das umständlich mit Pulver, einer Bleikugel und Baumwolle gestopft werden musste. Bögen wie dieser waren dagegen Schnellfeuerwaffen. Bis zu 10 Schuss in der Minute schaffte ein geübter Schütze. Aber das Erfolgsgeheimnis dieses Bogens lag noch woanders. In seiner enormen Durchschlagskraft, die er einer genialen Bauweise verdankte. Der Kern des Bogens wurde aus Ahornholz geschnitzt. Darüber klebten die türkischen Handwerker dünne Lagen aus Horn mit einem Leim, den sie aus den Gaumen von Fischen gewonnen haben. Auf der Gegenseite sorgte ein Band aus aufgeklebten Tiersehnen für zusätzliche Elastizität. Das Ganze nähte man in eine Lederhülle ein. Der Clou dieser Bauweise, um den Bogen zu spannen, muss man seine Enden in die entgegengesetzte Richtung verbiegen. Das sorgt für enorme Spannkraft. Wie hoch die Durchschlagskraft des osmanischen Bogens wirklich war, soll ein Experiment klären. Das Aufspannen der Sehne erfordert Geschicklichkeit und vor allem Kraft. Bis zu 70 Kilogramm Zuggewicht konnte ein osmanischer Schütze bewältigen. Auf einer Anlage, wo sonst Auto-Crash-Tests durchgeführt werden, soll die Waffe beweisen, ob sie ihrem Ruf gerecht wird. Ein Dummy wird mit einer Metallplatte präpariert, deren Stärke einem Brustpanzer des 16. Jahrhunderts entspricht. Der Test erlaubt die exakte Messung der Fluggeschwindigkeit des Pfeils. Spezialkameras halten fest, mit welcher Wucht das Geschoss auf sein Ziel trifft. Deutlich sichtbar hat die Spitze des Pfeils die Panzerung durchschlagen. Die Messergebnisse haben eine Geschwindigkeit von ca. 240 Stundenkilometern ergeben. Das war für die damalige Zeit eine sehr hohe Abschussgeschwindigkeit. Die Osmanen haben das damit erreicht, dass sie diesen sehr kurzen Bogen mit einem nach vorne geschwungenen Wurfarm entwickelt haben, der eben diese sehr starke Beschleunigung überhaupt erst ermöglicht.